Mach nicht zu. Also, flieg los. Hol Punkte. Gib Gas. Siege. Verstanden? Gut. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge hier. Das Zeug. Crew 2. Fliegen und so. Oh, diesmal Akrobatik. Hui, mal gucken, wie das wird. Da war der Bildschirm aber knapp, du. Wie auch immer die. Langweile mich nicht. Zeig ne Show. Ja. Jetzt soll ich noch nach oben fliegen. So, 500 Meter. Da steht's doch auch immer, wie viel ich machen muss. Warum gucke ich da nicht hin? Bin ich gerade irgendwie dämlich? Was? So, jetzt hier wieder die 500 Meter Sturzflug. Ich kann auch langsamer nach unten fliegen, ne? Freestyle, gut. Vor allem die Uhr läuft ja auch ab, ne? Das ist ja schon geil. So, jetzt haben wir da wieder Sturzflug, okay, kurzen. Ja, wow, wieso war mir das so klar, dass das passiert? Über dem Wasser ist das immer noch am besten, finde ich. Wie man das Kondenswasser anmachen, diesen Rauch. Na gut, 5 Rollen. Denn ernst? 10 noch. Oh, zum Glück. Oh, umgedrehter Tiefflug jetzt, okay. Noch eine Minute habe ich, okay. Kriegen wir hin. Eieiei. Oh. Haha. Gut, ich habe sowieso geschafft, von daher. Haben wir Messerflug. Hallo, Messerflug, bitte. Messer. Mal ein Luftdrift, okay. Ah, schaffe ich das noch? Ja, könnte ich noch. Hey, fuck. Oh, hat das noch gezählt? Ach, egal. Wir haben sowieso die Punkte erreicht. Huiuiuiui. Geh zum freien Fahrzeug. Die Beute wohl an HQ. Hey. Kann ich die hier nicht schon noch einbauen? Das ist jetzt schade. Kann ich, sollte. Warte mal, war das jetzt HQ oder auch nach Hause? Ich kann das jetzt hier auch daheim machen, eine ganze Zeit, oder? Hm. Naja, machen wir mal das andere oder. Ich würde schon immer gerne mit dem Besten dann fahren. Was habe ich jetzt? Oh. Das ist immer diese komplizierten Menüs, ey. So, vor allem diese ganzen. Das ganze Dinger hier, ey. Vor allem hier diese Loopings und ganze Zeug. Oh Mann, Senkrechtflug, Sturzflug. Oh Mann.
Naja, genau, ich wollte hier mal das Standard stellen und dann hier möglichst rausgehen, danke. Und dann hier rum und dann betreten. So, geschafft. Habe fertig. Das wird dir echt gefallen. Ich hatte ein bisschen Zeit und habe endlich den Aufzug repariert. Jetzt hast du noch mehr Platz im Haus für Fahrzeuge. Ich weiß, gern geschehen. Jo. Aufzug. Hier aktuell haben wir nur Garage. Halt Wohnbereich und jetzt die Garage. Nur mehr. Das sind leider auch nur drei Fahrzeuge. Das ist wieso drei komische? Nee, ich wollte da Fahrzeug wechseln. Ja, was sind das? Da muss einmal erstmal ein dicker Monster Truck hier rein. Okay, nee. Dann wohl. Na komm, die hier. Oder ist das auch TC? Ja, das ist auch TC, aber der hier ist besser. Ja, der ist besser. Also einmal der hier, der muss schön vorne stehen. Dann hier im Hintergrund muss ein Monster Truck stehen. Ist halt jetzt die Frage, welcher von den beiden nehmen wir da? Ich würde jetzt sagen, den Abarth, oder? Ja, Abarth passt. Hier noch mal bitte, ne. Das hier, hier muss der Raptor hin. Fahrzeug wechseln. Der Raptor. Na, oder machen wir hier die normale Straßen? Karriere Mercedes-Benz AMG. Na, machen wir hier hin. So. Passt, ne? Hier wollte ich auch noch anpassen, mal die Karre. Das Aussehen. Felgen. Na gut. Da brauche ich, ja genau, da die. Die wollte ich nehmen, genau. Eine schöne Orange. Ganz groß ziehen hier. Die muss auch ganz groß gezogen werden. Dann der Bremssattel. Gut, ist eh keine Sau, aber trotzdem. Was, wir können nur das machen? Ah, schade. Performance ist ja nichts eigentlich da, oder? Genau, das ist ja nichts. Wir haben ja mit der Karte noch keine Mission gemacht. Den hier haben wir schon, den hier können wir glaube ich auch nicht anpassen. Aussehen. Ah, Motorhaube, doch, da können wir was machen. Nehmen wir die hier. Kann man doch recht viel machen. Ja gut, also na, das gefällt mir hier besser. Nehmen wir das hier, komm. Spiegel, lass mal so. Schweller. Mit den hier. Heckspoiler, warte mal, dann nehmen wir schon hier. Boah! Das muss. Hinten das. Boah. Ist natürlich schon was, ne? Dann nehmen wir das hier. Innenraube. Dann lassen wir auch das hier. Oh, schade, da kann man keine Crew Credits ausgeben. Naja, so ein richtig schöner Porno-Innenraum. Ist komplett rot. Naja, so, hätten wir auch mal die ganzen Fahrzeuge angepasst. Also zumindest unsere wichtigsten. Gehen wir mal ins Wohnbereich. Es gibt natürlich noch andere Dinge, wo wir mit dem Fahrzeug hin können, aber die sind noch nicht freigeschalten. Oder zumindest noch nicht. Na? Genau. Stellen wir da hier mal kurz das hier hin. Und tun es anpassen. Nämlich die Performance. Nehmen wir jetzt hier die Dinger manuell reinmachen. Finde ich jetzt doof. Tch. Ich fahre auf der jetzt nicht extra zu diesem HQ hin. Ne.
Können mich mal. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier. Filter hier, genau. Nein. Verdammt. Irgendwie ist das schon nervig. Weil die haben ja schon immer diese gedrückt halten Zeug. Aber das heißt nicht überall machen irgendwie. Ja, mach mal hier weiter Akrobatics. Ich hab's bestimmt schon mal gesagt, aber ich glaube, manchmal hörst du mir einfach nicht zu. Ach, egal, ich rede einfach weiter. Weißt du noch, dass du durch Events Teile für deine Fahrzeuge gewinnen und sie in deinem Haus damit tunen kannst? Mann, du kannst dir da sogar neue kaufen, wenn du willst. Oh, hier ist irgendwo so ein Teil. Ah, egal, machen wir das hier. Nachher wird das hier. So, los geht's. Zeig Stil und hol Punkte. Ganz einfach. Da einmal eine Lupe. Du bist wohl im Cockpit geboren. Ja, Mama. Senkrechtflug, kriegen wir auch hin. Jetzt Freestyle, oder? Ach so, scheiße. Haben wir hier mal Luftdrifts. Kann ich beides machen irgendwie? Okay, Looping nach unten, dann bleib ein bisschen höher. Also, Scheiße. Sturzflug, ich hab kaum Höhe, wie soll ich hier einen Sturzflug machen? Warte, Scheiße. Oh, nochmal. Oh, ich schaff. Ach du Scheiße. Oh, Rolle. Ach so, nicht Rolle. Ich muss auf Flug sein. Eine Rolle müssen wir machen. Ach, wenn das jetzt hier nicht mal beeindruckend war, bist du mir nicht mal, ne? Ach du Scheiße, so knapp am Boden. Irgendwie umso tiefer man ist, umso krasser ist das. Oh, das ist. Oh. Ich habe ja keinen Freestyle mehr. Alla. Hommel. Puh. Das hier ist schon schwer, ne? Ist jetzt hier noch Messerflug. Wenn ich es schaffen würde. Hallo? Jetzt. Boah. Kann ich dann vielleicht auch umziehen? Ach du Scheiße, 3000 Punkte. Oh, 1200 mehr als eigentlich nötig. Boah, das hat mich jetzt fertig gemacht. Ey, nee, nee, nee. Du bist hier hinten eine Monster Truck Arena oder was ist da? Ja, moin, hier ist einfach alles frei unten irgendwie. So, mal gucken, ob ich das finde.
doch nicht mein bevorzugtes Fahrzeug. Ja, hä? Was soll denn das, ey? Jetzt ist weg. Warte mal, ich wechsle mal in Gelände. Ja, komm, spring an den Fahrer. Okay, jetzt geht's anscheinend nicht richtig. Hallo, kann jetzt mal hier das Ding vorbei sein? Ah, da. Hä? Nee. Da ist es doch. Hallo? Hetzer. So, vor allem irgendwie die ganzen Teile sind so schlecht, habe ich das Gefühl. Endlich mal einen besseren Motorblock hier. So, fahren wir mal hier weiter. Irgendwie auf normales Street Racing habe ich gar absolut keine Lust. Ey, Tunica haben wir hier schon. Machen wir das doch mal. Machen wir das doch, genau. Heute fährst du wohl im Regen. Sieh's nicht als Problem, sieh's als Herausforderung, der sich alle stellen müssen. Das ist kann nervenaufreibend sein, aber bleib einfach im Flow und es kann auch spannend werden. Genau, Flow im beim Rennen, jo. Okay. Klug und du gewinnst. Okay, die Strecke ist jetzt nicht besonders schwer, so wie es aussieht, aber... Muss ich jetzt hier nur im Kreis fahren ein paar Mal? Okay. Ah, nee, jetzt muss ich hier rein. Oh, ja, okay, jetzt weiß ich, was los ist. Dachte, ich muss nur ein paar Mal im Kreis fahren. Denkst du, wa? Aber ich fahre aktuell ziemlich gut noch, ne? Ja, auf das Steak. Ich kenne ja diese Strecke so gut wie in meiner Westentasche. Nur schade, dass ich keine Westentasche habe, ne? Ich weiß nicht, der Witz ist so alt, aber... Hey. Ach, das scheint jetzt genau das Problem, was ich damals mit dem, was ist ja damals schon ein paar Folgen mit diesem einem anderen Auto da hatte. Mit diesem. Mit der Karte von diesem Besten da. Aber hey, aktuell, beschweren kann man sich da ja weniger, ne? Also. Es wird immer schneller, aber. Jolo. Ja gut, ich habe auch eine viel bessere Karte als die. Ich habe die auch zuvor bekommen, aber trotzdem. Vor allem, ich frage mich, wie das später wird, wenn man noch mehr Karten hat, ne? Dann hat man ja absolut nicht mehr den Überblick.
Kann man da vielleicht auch so zwischenfavorisieren, ne? Dass man quasi so Karten hat, die was man immer dabei haben will und da auch vielleicht Autos hat, wo man vielleicht sagt, das war ein Fehlkauf, die möchte ich bitte nicht fahren. Will nicht fahren. Und dass man so seine Favoritenbox hat. Wo man mal reinguckt, wo zum Beispiel bei mir da mit der Dosering ist oder so, weil das ist ja jetzt hier alles absolut nicht geordnet. Und ja, gut, damals da war das schon besser, wo das alles geordnet war, aber jetzt ist ja alles zusammen in einem Haufen. Ist ja gar keine Ordnung dabei. Okay, ich glaube, die Ordnung ist das ist schon immer noch nach Klassen geordnet, ist aber trotzdem irgendwie, mir gefällt das nicht. Warte mal, sind das nur 13 Sekunden oder wirklich mehr Sekunden? Nur mit 300 km/h. Ach, das Scheiße. Oha, nee, das war ein Fehler. Vor allem auf Drift freue ich mich irgendwie, weil ich hoffe, dass das Drift jetzt einfach besser ist. Weil in der Crew 1 Drift kannst du bei mir vergessen. Also, ich war froh, wenn ich meine 1000 Punkte hatte. Ich habe absolut nicht den Überblick, wie Leute es auf 1500 Punkte oder so geschafft haben. Nee, nicht 1500, der auf 100.000 Punkte. Yeah, erster. Es war viel zu spät in die Kurve. Oha, es hat aber gepasst. Bitte ziemlich schnell ich jetzt fahre. Weiter dagegen. Ah, schade. Okay. Na gut, Doktor, steh. Ich finde die Felgen schon geil, ne? Vor allem der Auswurf an der Seite, ja, Mann. Konzentrier dich nur auf die hinteren Reifen. Ja, gut, jetzt sieht man den nicht mehr. Gut. So wie dazu. Oh, Mann, oh, Mann. Aber hier die Strecke ist schon geil, ne? Wie man hier das so sieht. Moment, da muss ich jetzt mein Thumbnail machen. So. Fahren wir mal hier weiter. Oh, ist die Karte geil. Ich meine, jetzt bin ich schon wieder auf 100. Warte mal, sieht man auch 0 auf 100? Das ist angezeigt. Es gibt insgesamt 15 Teile, oder? Bremswegsichter 0 auf 100 2,3 Sekunden. Und jetzt? Warte mal hier, was würde das alles verschlechtern? Okay, nur die Bremsweg. Den Bremsweg. Naja. Müsste das eigentlich auch die Beschleunigung? Okay, ne, dreht ja nicht durch. Okay. Da brauchen wir einen stärkeren Motor, dass die Beschleunigung halt, dass die ja das nachlässt. Naja, haben wir noch was hier? Haben wir noch was? Na komm, machen wir das noch und dann machen wir Feierabend. Einer geht doch, einer geht noch rein. Wenn du maximale Ergebnisse willst, musst du dein Auto wie deine Westentasche kennen. Jedes Geräusch, jeden Hopser, jede Vibration. Denn wenn irgendwas nicht stimmt, kannst du nicht dein Bestes geben. Also achte du auf dein Auto. Ich achte auf dich. Okay, danke, Mama. Ach du Scheiße. Gerade geht das schon irgendwie steil, ne? So, mal gucken, was fahren wir hier denn, ne? Ah, vor mir ein Lambo Gallardo oder eben. Boah, kam. Oh, das sieht nach einem Felix-Jack aus, was ich da gerade überholt habe. Ja. Keine Ahnung, ich sehe ihn schon nicht mehr. Jeff. Jupp. Wahrscheinlich. Jeff, du bist mein neuer Gegner. Okay. Gucken. So. Das ist in der rechten Liga eingegangen.
Warum hat er dir nicht gesagt, um Letzteres kümmern zu später und jetzt bin ich hier im Letzteren? Aber ich hatte den Flugzeug noch gar nicht. Was soll denn das? Achso, nee, er hat gesagt, um Letzteres kümmern wir uns später. Ja, also das Zweite kommt dann. Ja, okay. Und zuerst Boot, dann links und zum guter Letzt fliegen. Ja, gut, er wird Sinn. Ist okay. Ah. Ich freue mich aber auch echt schon krass auf Formel 1. Ich kann nicht ganz schnell zu Mama gehen und sagen, ich bin jetzt professioneller Formel 1 Fahrer. Oh Mann. Ey, beschleunigt immer noch die Karte. Boah. Ich will nicht wissen, wie viel Topspeed die hat. Obwohl, ich will schon wissen. Bin die bei 130 immer noch 330 immer noch beschleunigt? Klar. Boah. Hat der wohl unendliche Speedlimit oder was? Vom unendlichen Speedlimit, genau. Geschafft. Und Mama hat geschafft. So. Ja, das Ziel. Nee, ein Treupunkt. Mann, wie viele Runden muss ich hier noch fahren, Alter? Der 330 schleicht immer noch. Sechster ganz erst bei 330. Oh Mann, ey, die Karre ist schon verrückt. Da bin ich schnell, beschleunige ich die. Tja. Vor allem die ist ja noch nicht mal sehr hoch aufgepimpt, ne? Gut, die hat 230er Level ungefähr. Weiß ich ja gar nicht mehr. Aber trotzdem. Ist noch nix. Verkackt. Risiko, da muss man immer so abbremsen, ne? Aber die Bremse immer in so Etappen, ne? Man sieht ja, wenn die Rücklichter aufleuchten. Oder wenn der Motor explodiert. Was ist denn das? Haben wir irgendwie Automechaniker? Was entsteht denn das? Oder halt, durch was entsteht diese Explosion eigentlich vom Auspuff? Naja. Jetzt hier. Okay. Da hat wohl alles zusammengepasst. Mehr als alles. Hallo, ich hab ne geile Karre. Ich bin ein geiler Fahrer. Babo. Nein, die Teile. Die Teile. Hui. Ne, ja, voll lol, wie jetzt hier das Ding verschwunden ist. Und schon wieder so ein Freifahrtding. Ne, besser bremsen. Auspuff und Federung. Ha. 240er Level haben wir jetzt schon mit der Karre. Ach du Scheiße. Weil wie viel es einfach den Bremsweg nur verschlechtert. Oder verbessert, besser gesagt. Na, ja, ich würde sagen, wir haben schon wieder eine halbe Stunde diese Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.